Wie einige sehr wahrscheinlich schon festgestellt haben, konnte ich diese Woche nicht richtig daddeln. Das hatte damit zu tun, dass ich mir den neuen Prozessor geholt hatte. Ich hatte vorher den 4-Core gehabt, so von AMD, den 965, und habe jetzt aufgerüstet auf einem 8x4 GHz Prozessor, obwohl das eigentlich nur vier Kerne sind, die vier Dual Cores haben. Aber das Rendern klappt jetzt wesentlich schneller. Problem war gewesen, ich hatte ja dieses Motherboard drin gehabt, das 970 AD3, was ich mir 2011 geholt hatte. Und das war auch super und alles schnell. Und dann stand da ja ganz groß drauf, dass da FX-Prozessoren und AMD 3 klappt. Und deswegen habe ich gedacht, ach komm, dann rüste ich auf mit einem Prozessor, der da noch reinpasst, und habe mir den besten genommen, den 8350. Ja, und wie ist es natürlich gewesen? Genau den unterstützt das System nicht. Habe ich jetzt mal früher gucken sollen. War da so ein Fehlkauf. Hab gedacht, hole ich das Beste noch aus dem Motherboard raus. Und es ist leider so, dass das nur bis zum 8300 unterstützt, dieses Motherboard. Super ätzend. Das kostet immer noch mehr im Endeffekt als das, was ich mir jetzt geholt habe, nämlich das 78 LMT. Das ist auch wesentlich kleiner, sieht man ja, fehlt ja eine ganze Ecke. Und Nachteil hier dran ist jetzt, aber ich hatte halt nicht mehr genug Geld für ein besseres, wäre, dass ich das hat kein SATA 3.0, was dieses natürlich hat. Und da wären das 6 GB die Sekunde Datentransfer über das SATA 3. Das ist natürlich für meine SSD jetzt nicht so gut, weil sie nicht so schnell ist. Ich habe ja da die 256 von Samsung SSD 840 Pro drin. Und die kann ich jetzt nicht mehr voll nutzen. Also die ist jetzt wesentlich langsamer, aber man merkt das in den Spielen, glaube ich, nicht. Das geht dann nur um Sekunden. Also beim Hochfahren merke ich es ein bisschen, das sind vielleicht anderthalb, 2 Sekunden mehr. Und naja, Fehlkauf, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall klappt das Rendern was besser jetzt. Und da waren natürlich dann Probleme, weil ich erst den Prozessor eingebaut habe und dann erst gemerkt habe, wieso klappt das nicht? Neuestes BIOS drauf und keine Ahnung. Ja, bis ich dann auf der Seite von Gigabyte entdeckt habe, dass die FX AMD 3 Plus Prozessoren, da müsst ihr also echt aufpassen, Gigabyte bietet nur zwei Stück an, die den 8300er nehmen, nämlich dieses und noch ein anderes. Und also die bieten eigentlich nur schlechtere Motherboards an, als die alten, die mit dem funktionieren. Finde ich super ätzend. Und da ich mit Gigabyte gute Erfahrung habe, wollte ich unbedingt die wieder. Naja, gute Erfahrung, das hat sich jetzt wieder ja, hinfällig. Auf jeden Fall konnte ich die Woche deswegen nicht richtig daddeln, weil ich ständig Probleme hatte, auf das neue Motherboard warten musste und den Rechner zweimal platt gemacht habe. Dann war das Problem gewesen, gestern war endlich alles wieder parat. Dann merkte ich, ich habe den Speicherplan von The Witcher mitgenommen, super. Ich habe den von Schwarzauge Schicksalsklinge mir kopiert, aber ich habe den von Memoria vergessen. Oh Gott. Ja, dann habe ich gestern gute 4 Stunden lang nochmal bis zum Akt 5, also bis zum fünften Kapitel gespielt. Das halbe Spiel nochmal durch im Schnelldurchlauf. Schnelldurchlauf, der Wald hat mich wieder ziemlich angekotzt, weil ich nicht den Weg wusste wieder mal. Und ja, so bin ich gestern nur zu 3 Let's Plays gekommen und habe seit Dienstag eigentlich nichts so richtig hochgeladen. Aber da wird jetzt wieder mehr folgen. Bis demnächst, euer Chojin.